wirklich gar nichts. Einfach nur Blackscreen irgendwie. Und so ganz krass schemenhaft. So, jetzt lass das bitte klappen, was ich vorhab. Bitte, 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 bitte. Komm schon, ey, das muss klappen. Das wäre so awesome, wenn das klappt. Dann würde das so was von erleichtern. Hat er gerade seinen eigenen Typen angehauen mit Wunde. Das fände ich ja extrem nice. Komplett getroffener Funkenflug und eine Giftwolke hauen ganz schön rein. Streitkolben, den wir sicherlich nicht. Also wir werden wahrscheinlich nie wieder einen neuen Cartwheel brauchen. So, denn ich weiß ganz genau, dass hier. Natürlich nicht die Wand aufgeht, weil wir dafür erst nach links müssen. Okay. Ich hasse dich auch, Spiel, danke. Denn ich weiß, dass es hier noch einen anderen Weg gibt. Und der öffnet sich aber nur von der anderen Seite. Okay. Hm, dass der mit dem Robin trägt. Oh, das ist sehr schön. Enrage. So, Entschuldigung für die kurze Unterbrechung, weiter geht's. Der ist eigentlich sogar richtig gut hier, aber wir haben diesen awesome Streitkolben des Untrap, Natural Armor braucht keiner. Aber ich werde noch versuchen, den Battle Witch zu verzaubern, weil das dieselbe Axt ist, die Robin trägt, und das wäre ganz cool, wenn das klappen würde. Jawollo. Komm schon, eine coole Verzauberung bitte. Das ist immer so random. Oh, das ist gut. Plus 5 auf Blade. Ist definitiv besser als letzte Tage, würde ich sagen. Oder jetzt macht er wie viel Schaden? 76 bis 94. Ah, das ist sick. Ja, jetzt macht er nämlich ein bisschen mehr Schaden, weil er mehr Punkte in Blade bekommt. Das ist mir dann doch wert. Naja, okay. Was ich jetzt gleich machen werde, ist wahrscheinlich auch recht dumm, aber ich werde es trotzdem machen. Wir werden nicht einmal durch Jorvik durchrennen. Und nochmal, und werden komplett die Gegner ignorieren. Weil die Gegner wahrscheinlich noch zu stark sind. Aber ich will diesen Lich haben, weil wenn ich diesen Lich habe, so früh im Spiel, und der die ganzen Punkte an Erfahrung kriegt, wird der richtig, richtig eklig, der Lich. Also der wird richtig reinhauen. Außerdem wird das ganze Spiel wesentlich leichter sein. So, hier oben ist Ende. Hier oben ist gleich irgendwann Ende. Die letzten Gegner wechseln, raste ich nochmal kurz. Dann warten wir, bis es Tag ist. Ach lol, ja, ich habe diesen Punkt verpasst, wo ich raus kann, genau. Bevor wir nach Jorvik gehen, casten wir Fleetfoot. Mal komm schon. Und da haben wir direkt das Problem. Es kommen viel zu viele von den Viechern an. Spellbook. Moment. Moment, wir müssen einmal da hoch, das heißt, wir müssen einmal hier komplett rumrennen um das Kap. Und das könnte sich unter Umständen...
Aber nicht, solange wir noch Mana haben. Ach lol, du bist natürlich da. Ja, toll. Ja, ey, warum bist du denn plötzlich vor mir? Haut ab! Ey, ich will euch hier nicht haben. Haut ab! Verpisst euch! Ja. Boah, ey, das nervt. Vor allem, weil die einen wegdrücken auch noch. Also, den könnte ich eigentlich totkloppen. Gold, er lässt uns einfach in Ruhe. Okay, finde ich gut. Kann ich hier rasten? Quick Save. Oh nice, ich kann hier rasten. Sehr schön. Boah, dann habe ich wieder mehr Mana. Ach, das hat gerade sehr gut geklappt. Mit dem Rennen. Ich bin begeistert. Auf jeden Fall, diese ganzen Geister wären viel zu stark für uns. Also klar, ich könnte das jetzt irgendwie auf Biegen und Brechen probieren, mich da durchzukloppen. Aber das würde eine Menge Zeit und Nerven kosten. Wir machen es uns viel einfacher. Das wird schon nervig genug in dem Lichtlabor. Da werde ich improvisieren müssen im Lichtlabor. Na, ihr seht schon, hier sind auch nochmal richtig viele. Lichtlabor ist übrigens da hinten, das was ihr schon sehen könnt. Aber bevor wir zum Lichtlabor gehen, gehen wir erst noch nach Jorvik und schalten diesen Tunnel da frei, weil wenn wir das nächste Mal nach Jorvik gehen, dann können wir einfach den Tunnel benutzen. Genau, das sind hier so komische Zauberer. Das sind die, die wir auch ganz am Anfang im Tutorial gesehen haben. 15 Elementarresistenz aus diesem Pot. Da hinten haben wir direkt noch einen Pot, den gehen wir direkt auch schlucken. Zehn physische Resistenz. Ah, ja, komm. Nein. Okay, 10 physische Resistenz ist auch super gut. Also es gibt hier gute Dinger und diese Zauberer, merkt ihr schon, die haben so einen komischen Spell, der wirft uns weg. Und ich liebe das mit dem Untote verjagen. Tschüss. Wir sind noch richtig, ne? Ja, okay. Aber ich sehe das schon, Robin ist fast bewusstlos. Und schnell weg hier. Geschafft. Wir sind in Jorvik. Schwer genug. Schwer war's. So, erstmal gibt es hier eine Quest. Die Quest ist richtig episch und richtig einfach. Da ist das Schaf und das soll jetzt zu ihr. Das ist Wahnsinn, oder? Voll die coole Quest. Und komm, Schaf. Schneller Schaf. Achso, ja, komm. Das Schaf muss näher kommen. So, danke. Eigentlich ist es, glaube ich, nur dafür da, um uns den Weg dahin zu zeigen. Der Weg ist halt gesperrt worden, als die ganzen Monster in den Tunnel waren. Und wir machen den jetzt einfach wieder auf. Na, und jetzt sind wir hier oben außerhalb der Map. Und werden mal ganz kurz den Weg dahin freischalten. Wie gesagt, in Jorvik gibt es keinen Teleportstein und kein Schiff und gar nichts.
Da kommt man nur mit diesem anderen Teleportzauber hin oder eben gar nicht. Hier gibt es Fässer. Blau kriegt er Licht. Blau kriegt wieder Licht. Das war's an Fässern. Sehr schön. Also über Magic freue ich mich immer, weil er hat mittlerweile einen Magic-Wert von 44 und er von 30. Und das ist schon ziemlich gut. Und selbst obwohl er eine Stufe 2 vorhin ist, der Priester hat, wie ihr hier sehen könnt, 229 nicht wirklich besonders viel mehr Mana. Ne, also es wird dann auch noch zwar durch Meditation bedingt, das Mana, aber Magic meine ich bestimmt das Mana auch. Von daher. So, das war's. Tunnel ist frei. Und jetzt könnt ihr euch nämlich, wenn ihr das nächste Mal nach Yoruba geht, diesen ganzen nervigen Weg da ersparen und an den Geistern das Ganze vorbeirennen. Eben halt auch. Wir haben schon mal ein bisschen Dark Resistance und Physical Resistance abgestaubt. Was sehr, sehr gut ist. Gerade die physische Resistenz ist enorm cool. Weil irgendwie macht jeder Gegner halt physisch Schaden, bis auf jetzt so Zauberer. Die halt nicht. Aber sonst haben meistens die meisten, wenn sie magischen Schaden machen, haben auch noch eine normale Angriffsanimation. Eben halt wie zum Beispiel diese Vampire. Die können ja entweder so Wunden casten oder halt direkt angreifen. Und dafür ist es halt sehr nützlich, ne? So. Ja. Dann, wenn wir als nächstes mal ganz kurz gucken, wer uns hier ausbilden kann in irgendwas. Ein Rüstungsmeister fände ich nämlich noch sehr cool. Damit Robin die Klasse tragen kann. Du kannst nichts. Du kannst nichts. Du kannst nichts. Du kannst nichts. Grandmaster und Merchant. Ich wusste nicht, dass es hier Grandmasters gibt. Ich wollte mit dir reden. Ja, wir werden mal ganz kurz verkaufen. Hat er irgendwas Cooles? Ein Drachengürtel. Warum nicht? Ich kaufe den Drachen. Oh, die sind richtig gut, die kaufe ich auch. Bonus 30 zu Speed, wie viel willst du? 7. Oh, naja, das kann ich mir nicht alles leisten, oder? Ach, komm, 30 zu Speed ist es wert. So, den Rest. Dafür kriegst du jetzt von uns ein bisschen Shit. Okay, da habe ich mir gerade schöne Sachen geleistet. Teure Sachen vor allem. Ah, wo ich gerade die Waffe kaufe, wir haben auch noch ein Schwert für unseren Assassinen, glaube ich, bei dem Inventar. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich mache mir jetzt gerade mal so häufig das Inventar leer, weil wenn wir dann gleich ins Lichtlabor gehen, damit wir danach nicht Inventarfülle haben. Das mag ich nämlich gar nicht. Wenn irgendwer mal sagt, nee, bei mir passt nichts mehr. Scheiß auf den Gürtel, du kriegst den 30 zu Speed-Gürtel. Ganz ehrlich. So, du kannst dich jetzt von deinen Messern verabschieden. So, dann. Er hat nämlich einen Additional Attack dadurch gekriegt. So, Moment, die Throwing Daggers des Brawlers kommen dahin, den Drachengürtel nach unten. Du kriegst die hier. Und du verzauberst mir diesen Gürtel. ...30 zu Luck. Den kriegt sofort unser Assassine. Geil. 15 Security. Scheiß drauf. 30 Luck. Das ist schon ziemlich viel. Ja, dann kriegt den Robin den Accuracy-Gürtel und scheiß auf den Merchant-Gürtel. Okay, wunderbar.
Kranker Shit. Okay, mittlerweile sind auch die Verzauberungen sehr stark, die wir zaubern. Das ist, gefällt mir. Das mache ich schon mal ganz kurz gucken, ob es hier irgendwie einen Typen für Armor gibt. Ich bezweifle es, dass es hier normale Typen gibt, aber you never know. Weil das wäre ganz nett. Bodybuilding. Großmeister im Lernen. Du wirst interessant, sobald wir nicht sind. Aber dafür müsste ich erstmal Meister sein. Ne gut, hier scheint es nur Großmeister zu geben. Dann würde ich sagen, brechen wir jetzt auf zum Lichtlabor. Ich überlege, ob wir was machen. Laufe ich oder... Also das Lichtlabor ist da hinten. Ich glaube, ich laufe. Das mache ich einfach. Ich werde mich eh mit Town Portal wegporten, sobald ich dann fertig bin da. Ja, ja, ihr seid ganz toll. Ihr seid echt die Besten auf Welt. Wisst ihr das eigentlich, Jungs? Ja, ihr seid mega, ey. Ich hab Angst. So umrunden und dann kann man nicht weg, ey. Ah, da vorne ist so eine Kiste, die würde ich gerne mitnehmen. Den Weg dahin, oh, wenn ich nicht sterbe, ey. Fancy World of Magic, den können wir verkaufen. Da ist einer tot, unser Priester muss überleben. Unser Priester muss überleben, damit er uns alle heilen kann. Und wir sind gleich da, an der Ecke, wo wir rum müssen. Blattsackers. Die sacken nicht nur Blatt, die sacken auch sonst. Power Draw. Power Draw ist natürlich schön. Das geht bei. Ja, komm. Dein Inventar muss dann halt später zu, aber wenn er wieder lebt. Der nächste ist auch schon bewusstlos. Der nächste ist tot. Aber wir sind beim Lichtlabor. Und ich hoffe, die kommen nicht mit in den Dungeon rein, sonst habe ich ein Problem. So, this is the place. So. Also, du lernst bitte Power Draw. Was kann Power Draw? Den kenne ich nicht. Die ganzen Lichtmagie-Zauber habe ich nicht benutzt. Oh. Okay, das heißt, wenn ich das richtig verstehe... Lol, Spellpoints into Damage, das ist OP. So, Quick Save. Ratzen. Und dann würde ich einfach mal sagen, ich speichere hier an der Stelle, auf jeden Fall. Wir sind im Lichtlabor angekommen. Beim nächsten Mal werden wir dann unseren guten Fishman zum Licht machen. Oh, wir können auch gerade mal die ganzen Sachen reparieren. Hat echt nichts an Equip unser Licht bisher.
bisschen doof. Ja, außerdem kann das hoch. Das hoch. Das hoch. Das hoch. Die ganzen Tränke brauche ich nicht mehr. Ich habe ja das Purify ist mir eingefallen. Das heißt, die können alle weg. Das ist das schöne Lichtmagie, sobald man die gut genug kann, braucht man sowas nicht mehr. Ah, zack, zack. Jetzt Elemental Blast nicht? Jetzt kann Elemental Blast, wunderbar. Frag mich auch nicht, warum der Licht gut wird in das Throwing Weapon. Es ist einfach so. Da ist er total immer drin. Na, Alter, der ja gar nichts. Okay, ja, also wie gesagt, beim nächsten Mal machen wir dann hier weiter. Im Lichtlabor. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen, mir hat es Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal hier wieder im Lichtlabor.